Oh, was haben wir denn da? Ein nettes Auto. Okay. Dann platzen wir mal in die Party. Los geht's! Wuhu! Yeah! Kommt schon her! Kommt schon her, ihr Dreckschweine! Dann. Ja, hab ich. Hättest was sagen sollen, dass du vorbeischaust, dann hätte ich die Küche was machen lassen. Diese Fenster kann ich nicht beschützen, Georgie. Es ist vorbei. Genau, es ist vorbei, Georgie. Oh. Wenn ihr die ganzen Automaten kaputt macht, bekommt ihr sicher Probleme mit Sal. Verdammt nochmal. Ah, fuck! Alter, sind das viele! So, come on! Ihr Dreckschweine! Jetzt noch den da drüben. Hier war auch noch irgendwo einer. Komm raus, du Drecksack! Ich brauche Hilfe! Ja, du brauchst gleich mehr. Du brauchst nämlich einen Leichenwagen, wenn ich mit dir fertig bin, du Bastard! Da! Okay, bisschen Munition. Ich hab nicht mehr so viel. Was ist los? Krepierst du, hä? Huh? Oh, oh. Wo seid ihr? Mal, ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe nur noch Schüsse fliegen. Ist näher ran. Da drüben ist alles voll. Suche Schutz. Hab einen entdeckt, Jungs. Er ist hier. Das Maul. Bin nicht hier. Ah, fuck. Georgie, du Bastard. Ich krieg dich da oben. Er hat mich fest im Griff bekommen. Oh Mann, da kommen noch mehr. Scheiße, Mann, nicht mehr viel Muni. Du bist das tote Arschloch. Okay, ich hab hier noch eine Pumpgun. Da ist er. Ich muss nachladen. Hab ihn im Visier. Aha. Hier! Was zum Spielen? Das haben wir ihm zu verdanken. Auf geht's. Was, was, was? Ich erstecke dich an meine Beine. Kommt mit. Ah, fuck. Ist das Arsch. Scheiße. Oh Gott, verdammter Drecksack. Wow. Das war's. Und das alle. Ich hoffe es. Ich habe nur noch 11 Schuss. Georgie! Oh oh. Du bist Geschichte. Ich treibe ihn raus. Oh oh. Oh. Scheiße. Ich treibe ihn raus. Fuck, 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 fuck. Scheiße, ich brauche was anderes. Ich muss nachladen! Ja, die Pumpgun wäre nicht schlecht. Komm her! Du musst gleich mehr nachladen! Wenn ich mit dir fertig bin! Stimmt, scheiße! Ja, ja. Wo ist mein Gewehr? Wo habe ich jetzt mein Gewehr? Achso, das habe ich da liegen lassen. Ich mach das! Ja, mach das! Versuch es! Du wirst es nicht schaffen. Jawohl, hier ist Munition bis zum geht nicht mehr. Sehr gut. Wo versteckt ihr euch? Georgie! Ich komme! Hier! Hier drüben! Warum rennst du rein? Ich kann mich verdammt nochmal nicht bewegen! Schnauze, Mann! Bin eingekesselt! Ich muss hier raus! Wow! Oh, Scheiße! Bin eingeschossen! Ja, ich auch!
Drecksack. Der hat mich erschrocken. Wow, wow. Hey, du hast ja voll drauf. Komm raus, Georgie, du Drecksack. Jetzt bist du erledigt. Oh, dreckiger Penner. Hab ich dich. Dämlicher Motherfucker. Ich hatte gedacht, du wärst mein Freund. Dass du mir und Alice helfen würdest. Aber das war eine Lüge. Du hast mich nicht umgebracht, weil ich Nein gesagt habe, sondern weil du dachtest, ich sei dein Eigentum. Dein kleiner Nigger. Es ging nie um uns zwei, sondern um meinen Alten, um meinen Vater. Ich würde alles für ihn tun. Ist wie mit dir und Sammy. Na, dann weißt du ja, wieso ich das jetzt tue. Schön langsam und genüsslich. Und jetzt zu Sal. Makano! Wo steckst du? Wo? Ah, da oben. Hier bist du also, du Bastard. Irre Aussicht, nicht? Als ich in diese Stadt gekommen bin, war sie das hinterletzte Drecksnest. Jetzt sieh sie da an. Zeig mir deine Hände. Das, was zwischen uns war, ist vorbei, verstehst du? Es war vorbei, als du hier raufgekommen bist und nicht mein Sohn. Willst du einen Drink? Okay. Den habe ich importiert, aus Schottland. Single Malt. Eigentlich trinke ich Bourbon, aber ich dachte mir, für die Casino-Eröffnung besorge ich mal was mit etwas mehr Klasse. Aber mit dem Casino wird's ja wohl nichts, nicht wahr? Sieht nicht so aus. Setz dich ruhig. Ich lauf schon nicht weg. Hey, nicht übel. Ich trinke lieber Schwarzgebrannten. Ungefähr einen Monat, nachdem mein Bruder Lucio tot war, bekam ich plötzlich Albträume. In einem war ich auf einem Boot. Und eine riesige Welle kam und spülte mich über Bord. Ich fiel ins Wasser und ging unter wie ein verdammter Stein. Und dann gab's noch einen, wo Schlangen mich zu Tode gebissen haben. Aber der schlimmste Albtraum von allen war Georgies Beerdigung. Wie er da lag in diesem lausigen Sarg. Die Kehle durchtrennt wie Lucio. Das war wirklich der Schlimmste. Und das träumte ich alle 3 bis 4 Tage. Ich habe einen, da bin ich in Nam. Ich schlafe in einem Erdloch. Da kommen so düstere Gestalten aus der Dunkelheit. Ich versuche mich zu wehren, aber sie überwältigen mich und fesseln mir die Hände. Dann werde ich geknebelt, damit ich nicht schreien kann. So kann ich die nicht warnen, die neben mir schlafen. Und da liege ich und höre, wie sie alle sterben. Das wird man wohl nicht so schnell los, sowas. Nein.
nicht vorstellen. Was du hier siehst, war alles dazu gedacht, dass mein Albtraum nicht wahr wird. Und jetzt sieh mich an. Ich habe viele auf dem Gewissen, mehr als ich zählen kann. Der eine Mensch, den ich nie sterben sehen wollte, war mein Sohn. Und jetzt ist er tot. Ja. Jetzt ist er tot. Mein Sohn ist tot. Und ich trinke Whisky mit seinem Killer. Ironie. Ich werde mich nicht entschuldigen für das, was ich getan habe. Wenn ich das täte, wäre es gelogen. Ich bin nun mal keiner, der groß Scham empfindet für seine Taten. Das war ich noch nie. Ich wollte mir hier keine Entschuldigung abholen. Ja, das weiß ich doch. Scheiße, mir war immer klar, wer du bist. Von der ersten Sekunde an, wo ich dich im Country Club gesehen habe. Wir zwei sind eben nicht wie andere Menschen. Wir beherrschen nur eins. Nur darin sind wir gut. Ich werde auf dich warten, Lincoln Clay. Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Ich weiß. Worauf wartest du noch? Tu's endlich, verflucht! Bring's zu Ende, du elender Feigling. Wie nennst du mich? Ein Willst Feigling? Du da nur blöd rumstehen? Gott vergib mir. Was? Oh. Jetzt hat er sich selber die Birne weggeblasen. Auch gut. Und nun? Das war's. Meccano ist tot. Der Projektor läuft, aber es ist kein Film drin. Dann verlassen wir dieses verdammte Hotel. Dieses Casino-Hotel, besser gesagt. Wir haben unsere Rache bekommen. Das war's. Was zum Teufel? Wer kommt jetzt? Scheiße. Nicht doch. Du bist Lincoln Clay, oder? Das ist korrekt. Ich hab's ja gleich gesagt, das Casino wird sein Tod sein. War damals nicht wörtlich gemeint. Aber manchmal kommt's eben, wie man sagt. Besonders, wenn man die falschen Leute anpisst. Weißt du, wer ich bin, Junge? Ich denke, Sie sind Leo Galante. Komm, wir gehen ein paar Schritte. Es wird dich kaum überraschen, aber die von der Kommission wollen dich killen. Dich und alle anderen, die mit der Sache hier zu tun hatten. Das war eine Privatsache zwischen mir und Meccano. Ich verstehe das, Junge. Die anderen auch. Aber diese Branche macht dich paranoid. Wer denkt da klar? Die sehen nur, dass Sal ins Gras beißt. Und fragen sich dann sofort, ob sie nicht vielleicht die Nächsten sein werden. Also checken Sie jetzt, ob Sie mich absägen wollen. Nein. Aber ich habe eine Botschaft an dich. Du hast, was du wolltest. Aber jetzt ist Schluss. Endgültig. Ich habe kein Problem mit euch.
Cell hat monatlich 20% gezahlt. Und zwar Cash. Es wurde immer vom gleichen Mann gebracht. Seit 20 Jahren. Ich sehe keinen Grund, das jetzt anders zu halten. Du? Nein, Sir. Dafür lassen wir dir freie Hand. Du kannst tun, was du willst. Ob du Heroin dealst oder an jeder Ecke einen Puff hinstellst, ist mir alles scheißegal. Uns ist nur eines wichtig. Die 20%. Und was ist, wenn ich entscheide, abzuhauen? Woanders neu anzufangen? Dann haben wir uns heute zum letzten Mal gesehen. Ich wünsche dir viel Glück, Junge. Moment mal. Ist das nicht... Joey? Ist der jetzt der Chauffeur von Leo? Könnte sein.